Willkommen zurück zur Agenda Krolleck. Dieser ließ es sich nach seiner Station auf Schalke erstmal gut gehen. Ein paar Tage abschalten war der Plan. Aber er wäre nicht Kurt Krolleck, wenn es ruhig um den Kulttrainer bleiben würde. Wer auf seiner letzten Pressekonferenz auf Schalke genau hingehört hat, konnte einiges entnehmen. Wir fassen noch einmal zusammen. Ich werde eine letzte Station in Deutschland übernehmen, bevor es ins Ausland geht. Ich möchte Fußball-Deutschland noch einen Gefallen tun. Wie wir bereits aus sicheren Quellen wussten, hielt sich Krolleck die letzten Monate verstärkt im Süden und Osten von Deutschland auf. Eine Sache hatte sich aber nun geklärt, und zwar warum er im Süden war. Krolleck besuchte für ein paar Tage 1860 München. Krolleck war schon des Öfteren Trainerkandidat bei den Löwen, diesmal war er aber nur vor Ort, um Trainerkollege Rudi Frikandel einen Besuch abzustatten, der dort vor Ort aktuell beachtliche Leistungen zeigt. Um Verhandlungen ging es aber bei seinem Aufenthalt im Osten. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Eberl ruft zu einer nicht geplanten Pressekonferenz auf und die Gerüchteküche brodelte. Welchen Gefallen würde Krolleck Fußball-Deutschland tun, wenn er bei RB Leipzig unterschreibt? Viele hielten dies für eine Ente, die am Ende zu unserem Entsetzen keine war. Kurt Krolleck ist neuer Trainer bei RB Leipzig und Fußball-Deutschland ist fassungslos. Auf der Pressekonferenz gab sich Krolleck äußerst motiviert, er ist froh hier zu sein und hat Lust auf die Aufgabe. Andern Morgen ging es bereits ins Trainingslager, doch Trainer Krolleck wurde vermisst. Eberl erreichte den Coach ebenfalls nicht und bekam Bedenken. Was dann am Mittag passierte, setzte dem Ganzen die Kirsche auf die Torte. Krolleck war wieder aufgetaucht, allerdings in einem TV-Interview. Aber sehen Sie selbst. Hallo, ja, ich weiß, dass ich gestern auf der Pressekonferenz gesagt habe, ich hab Bock. Aber heute ist ein neuer Tag und ich hab keinen Bock mehr, das muss man akzeptieren. Was juckt mich, was ich gestern oder irgendwann mal gesagt habe, es zählt heute. Trotz des Vorfalls kann ich aber in Zukunft erhobenen Hauptes nach Leipzig fahren. Ein klarer Schuss Richtung Eberl. Und auf einmal machte alles Sinn. Krolleck besuchte ja wie bekannt seinen Kollegen Rudi Frikandel in München, der wie wir erfahren haben Gladbach-Sympathisant ist. Zeitgleich war dieser auch auf der Pressekonferenz mit vorne, wo keiner wusste warum. Nun machte es Sinn. Es war die Rache eines Gladbachers an Max Eberl und Krolleck war der Vollstrecker. Eberl schaute blöd aus der Wäsche und Krolleck hatte seinen Spaß. Er soll nicht rumheulen, wir werden uns früher wiedersehen, als ihm lieb ist. Die Frage blieb aber nun weiter offen. Wo heuert Krolleck an? Was wird seine vorerst letzte Station in Deutschland werden? Und wir haben Antworten. Es geht zum allerersten Mal in die Regionalliga, um genauer zu sein in die Regionalliga Nordost. Kurt Krolleck ist ab sofort neuer Tribal Chief bei BSG Chemie Leipzig. Ein echter Paukenschlag und weiterer Stinkefinger Richtung RB Leipzig. Krolleks Ansporn für die Aufgabe liegt auf der Hand. Wir werden RB in ein paar Jahren im Keim ersticken lassen. Jeder wird nur noch von Chemie Leipzig reden, das ist unser Ziel. Ich muss fairerweise sagen, ich habe mich im Vorfeld nicht so viel mit dem Verein auseinandergesetzt und bin ich bisschen erschrocken über die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Das habe ich in dem Ausmaß noch nicht erlebt. Das wird eine große Aufgabe werden, aber ich habe enormen Bock drauf. Wie groß die Challenge ist, können wir Ihnen anhand von Zahlen darstellen. Das Stadion wurde 1920 erbaut und fasst gerade mal 5000 Zuschauer. Die Infrastruktur ist gefühlt im Anfangsstadium, eine zweite Mannschaft existiert nicht wirklich, Sponsorenplätze sind mehr als knapp und die Kassen sind maximal leer. Diese Kombi wird eine Mammutaufgabe werden, so viel ist klar. Ich weiß gefühlt gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Spielerkäufe sind quasi unmöglich, weshalb wir uns auch keine Abgänge leisten können. Ich muss wahrscheinlich erstmal mit dem arbeiten, was ich habe, es sei denn, mir kommt eine glorreiche Idee. Wir müssen quasi die komplette Infrastruktur erstellen, zeitgleich einen wettbewerbsfähigen Kader ins Leben rufen plus zusehen, dass wir mehr Leute ins Stadion bekommen können. Und das alles ohne Geld. Super, echt super. Des Weiteren wird das Prestige des Vereins auf 3 national und 1 international geschätzt, was die Sache ebenfalls nicht leichter gestaltet. Krolleck brauchte einen Plan B. Und der bestand darin, sämtliche Jugendakademien abzufahren, um Jungs für das Projekt begeistern zu können. Hey, und er hatte tatsächlich Glück mit dieser Gangart. Gleich 3 Spieler lotzte er zum Verein gegen ein kleines Handgeld, die jeweils aus Freiburg, Frankfurt und München kommen. Spieler Nummer 1 ist der 17-jährige Pavlovic.
Der talentierte Mittelfeldspieler soll dem Zentrum ein Gesicht verpassen und für eine Grundstabilität sorgen. Er kommt ablösefrei aus der U19 von Bayern München. Zweiter Spieler ist Paul Wünsch aus Frankfurt. Der ebenfalls 17-Jährige ist auf den Flügeln zu Hause und soll das offensive Spiel beleben und sich entwickeln. Das gleiche gilt für den dritten Neuzugang in Form von Mika Bauer aus Freiburg. Der 18-Jährige soll mit seiner unbekümmerten Art der Offensive ebenfalls Durchschlagskraft geben. Drei gute Jungs, die sehr vielversprechend daherkommen, aber das wird nicht reichen, weiß auch Kollek. Sämtliche Verhandlungen mit vereinslosen Spielern sind gescheitert, da man das Gehalt nicht zahlen konnte, was Kollek mehr als frustrierte. Wir haben einen sehr, sehr dünnen Kader für meinen Geschmack, das kann gewaltig nach hinten losgehen. Ich hätte gerne noch einen Mittelstürmer geholt sowie einen Innenverteidiger, aber wir können kein Geld mehr in die Hand nehmen. Zeitgleich wollen die vereinslosen Spielergehälter, die wir nicht zahlen können. Ich glaube, ich werde etwas tun, was ich nicht tun wollte. Ich muss einen Anruf machen, entschuldigen Sie mich. Und das, was er nie tun wollte, tat er jetzt. Er sprang über seinen Schatten und rief seine Ex-Frau an. Und einen Tag später war es auch schon soweit. Kurt bekam seinen Stürmer in Form seines eigenen Fleisch und Blutes. Der 16-jährige Kevin Kollek folgte dem Ruf seines Vaters nach Leipzig und möchte sich gerne im Fußball ausprobieren. Ob das die erhoffte Verstärkung ist, bleibt abzuwarten, da wie auch Experten bereits sagten, das Talent eher zu wünschen übrig lässt. In der Not frisst der Teufel Fliegen, oder wie sagt man immer. Kevin weiß, wo das Tor steht, also ab und zu zumindest mal. Ich habe die Hoffnung, dass er bei uns seine Liebe zum Fußball entdeckt, allerdings wird er keine Sonderbehandlung bekommen, also nicht viel auf jeden Fall, aber ein bisschen, wobei mal schauen. Ja, mehr können wir nicht tun, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird, aber ich bin heiß und hoffe die Fans auch. Das erste Mal Regionalliga, das erste Mal gar kein Prestige, aber das erste Mal doppelte Kollek-Power. Ich hoffe, Sie haben Lust auf das Abenteuer BSG Chemie Leipzig. Wird es Kollek schaffen, diesen Verein in die Bundesliga und internationale Geschäft zu hieven? Oder findet er seinen Meister? Wir werden es herausfinden und damit viel Spaß mit der Karriere bei BSG Chemie Leipzig. Kurt Kollek unterschreibt bei BSG Chemie Leipzig. Hallo, der Rudi hier. Kurt, dein Besuch war mir meine persönliche Frikandel auf der Torte und ich wünsche dir für deine große Aufgabe den größten Erfolg. Auf geht's, Chemie. So sieht's aus. Ja, das ist die Truppe. Es könnte sein, dass ihr ein bisschen was an der Qualität seht. Vielleicht seht ihr das vielleicht nicht. Könnt ihr mir mal Feedback geben? Weil Slivo hat mir andere Einstellungen für OBS gegeben. Für mich sieht das Bild jetzt cleaner aus. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Dass so jetzt alles komplett schön, scharf, zentrale ist, da könnt ihr euch bei Slivo bedanken. Und bei dem könnt ihr euch sowieso bedanken. Den könnt ihr nämlich abchecken. Ausrufezeichen Slivo in Chat mit 3 O. Der junge Mann macht nämlich gerade die 1860-Karriere. Wer die gerne sehen möchte, kann das gerne tun. Könnt ihr den guten Mann abchecken? Der hat auch schon ein paar Saisons gedaddelt. Auf YouTube auch Slivo, ja. Ja, und das ist die Truppe-Chat. Die Leute, die wir geholt haben, waren der gute Paul Wünsch. 3 Sterne, ist sehr, sehr stabil für die Regionalliga. 17 Jahre. Da müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Hintergrund stelle ich gleich noch um, Chat. Wobei, sollen wir das erstmal so lassen vom Hintergrund? Können wir gleich gucken. Mika Bau, den haben wir von Freiburg geholt, auch 3 Sterne, für die haben wir halt nichts bezahlt. Ich konnte nichts ausgeben. Geringes Handgeld konnten wir bezahlen, das war noch möglich, aber der Rest war eher sehr, sehr schwierig. Ja, und wir haben noch Pavlovic geholt, den trainiere ich gerade um auf ZM. Weil ZDM haben wir tatsächlich 2 Leute, weil ich kann nichts kaufen, ich kann nichts machen. Transfers 63.000, Gehälter 62 und sonstiges sind wir schon 143 im Minus. Ich kann nichts tun. Gar nichts. Ja, das ist die Truppe-Chat. Ne, das ist sie. Ich kann euch einmal kurz Kevin Kröllek zeigen. 2,5 Sterne. Weiß ich nicht, was das gibt. Da ist der gute Mann. Also hier muss einiges passieren. Wie den Papa aus dem Gesicht geschnitten. Kommt ein bisschen ähnlich, oder? Der ist selber erstellt, ja. Den habe ich selber erstellt und am Anfang reingepackt.
Und extra 2,5 Sterne, nicht krass stark. Der ist auch nicht unsere erste Wahl und sowas. Ja, weil das wollte ich nicht. Ich wollte ihm nicht jetzt hier 4 Sterne geben und ole ole. Wenn, dann müssen wir uns den selber irgendwie formen. Ja? Er ist eine Lifestyle-Ikone. Ich denke, das sieht man. Ja, das ist unschwer zu erkennen. Er ist vereinstreu, weil er dem Papa gefolgt ist, ganz klar. Er ist ein Teamplayer und er ist eine Frohnatur. Bisschen Party machen, La Paloma. Das ist Kevin Kröleck. Deswegen mal schauen, was mit dem wird. Der ist jetzt schon bei Form 11. Also viel mehr nach oben geht hier gerade nicht. Da müssen wir mal gucken. Infrastruktur ist eine Vollkatastrophe. Also hier ist alles Stufe 1. Jugendinternat ist mal Stufe 2. Der Rest ist alles 1. Wir haben eine Stadionkapazität von 4.999. Also auf großartig Einnahmen brauchen wir da auch nicht zu hoffen. Ich kann hier nichts ausbauen. Gar nichts, weil wir einfach keine Kohle haben. Wird sehr, sehr interesting werden, glaube ich. Welcher Platz von der Liga in Stärke? Wir waren, genau Mitte. Wir waren, glaube ich, Platz 9 oder 10. Ich kann mit freien Spielern nicht arbeiten, Lorafe. Keiner will zu uns. Keiner. Kein ablösefreier Spieler will zu uns. Wir können nichts kaufen. Hier. Wie gerade auch in der Breaking News gesagt, wir haben ein Prestige von 3-1. Es sind ein paar ablösefreie Spieler da, die kann ich nicht kaufen, weil die alle mindestens 100.000 Gehalt haben wollen. Und kann ich nicht abgeben, weil wir Minus sind. Weil wir einfach scheiße im Minus sind. Das wird die größte Aufgabe werden, die wir, glaube ich, in einem FM hatten bisher. Wir haben kein Prestige, wir haben kein Geld, wir haben keine Kaderbreite, wir haben keine Infrastruktur und wir haben ein fucking kleines Stadion. Kredit aufnehmen ist aktuell nicht geplant. Genauso wie eine Kooperation sind gerade jetzt in der ersten Saison nicht geplant. Und warum ich mir Chemie und nicht Lok Leipzig genommen habe, einige haben schon in den Chat geschrieben, ich habe vor, Slivo, wann haben wir den gesehen? Also stand schon, ich glaube, die vorletzte Karriere mit der Schalke-Saison stand schon für mich klar fest, dass es Chemie Leipzig wird. Weil wir den Clip auf Dings gesehen haben. Wir haben den Fanmarsch gesehen, ja. Und der Fanmarsch, der hat es mir angetan. Und dann war für mich klar, ey, ich glaube, ich probiere das mit Chemie Leipzig. War das vor Schalke noch? Ja, ich glaube, ganz Mitte zu Anfangs-Livo, glaube ich. Ich glaube, ich weiß welcher. Ja, das war in irgendeiner Straßengasse gewesen. In irgendeiner Straßengasse, wo so Mehrfamilienhäuser waren. Aber der war du, boah, Leco Palli, Alter. Also da war ich schon beeindruckt. Brunner ist der Beste. Moritz, es ist sehr gut, dass ihr mir hier Vorschläge macht. Ich kann keinen kaufen. Ich zeige euch ein Beispiel. Ich kann keinen kaufen. Hier, die habe ich zur Auswahl. Ich kann nichts holen. Das ist schon alles schon unzureichend. Und ich bin bei 90.000 und ich habe 60. Ich kann nichts machen. Leihverträge, Marvinho muss ich auch die Gehälter zahlen. Wenn ich eine Leihe hole, muss ich das Gehalt von dem Spieler zahlen. Das ist das Problem. Ein offenes Probetraining. Ja, wo konnte ich das nochmal machen? Ist das nicht Tag der Jugend? Ne, Probetraining, ne? Probetraining können wir tatsächlich mal machen. Ja, hier, das wird eine Aufgabe werden, Chat. Selbst 70-30, Marvinho. Ich habe 62.000 Gehälter. Die gehen auch noch runter im Laufe der Saison. Ich bin jetzt hier schon Minus. Wir müssen dazu sehen, dass wir nächste Saison die Lizenz kriegen. Das wird eine Aufgabe werden. Das ist jetzt erstmal zum Start sehr kleine Brötchenbacken. Und da müssen wir dann schauen, was das hier gibt. Die Vorbereitung war okay, war in Ordnung. Aber ihr seht schon, wir haben halt gut federn lassen hier mit Fitness und Frische. Das wird der Plan sein, dass sich ein Pavlovic sehr, sehr gut entwickelt, einen Bau gut entwickelt, plus einen Wünsch gut entwickelt. Und dass wir Spieler selber ausbilden müssen und die dann leider teuer verkaufen, dass wir unseren Kader besser kriegen. Ne? Das wird jetzt die Challenge sein. Ich habe keinen Bock auf Kredite nehmen. Ich würde mir, wenn nur einen Kredit nehmen, dass wir ein Stadion ausbauen können oder so, aber nicht für Spieler. Chat, wir müssen den Spagat schaffen. Mannschaft nach vorne bringen. Stadion größer kriegen. Und Infrastruktur an den Mann bringen. Wir haben drei essentiell wichtige Sachen, die wir brauchen. Das wird eine Challenge. Budgeterhöhung, ich habe schon verschoben alles. Mehr geht halt nicht. Gesamtziel der Karriere ist es, irgendwie Leipzig wegzukriegen. Absteigen werden die nicht. Aber
wir müssen der Leipzig-Verein werden. Leipzig kann ja gerne Zweiter werden, wenn wir Meister werden. Das ist das Ziel. Stadiongröße ist gerade bei entspannten 4.999. Da hast du was vor, Boxstadion von Zürich. Das ist die größte Dings, die ich mir bisher gemacht habe. Die größte Challenge. Ob die funktionieren wird, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also so ein Projekt habe ich mir noch nie aufgeheimst. Aber ich habe Bock drauf. Und ich hoffe ihr auch. Ihr müsst ja nicht immer zwingend Fan eines Vereins sein, um ein Projekt cool zu finden. Das wird auf jeden Fall eine andere Sache werden hier. Wie gesagt, weil wir unsere selbst ausgebildeten Talente nicht lange halten werden können. Weil wir halt Geld brauchen. Bei Kevin Krölek. Kevin Krölek ist die einzige Ausnahme. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz. Was hatten wir hier immer drin, Chat? Ihre Top-Torschützen hatten wir drin. Und Senkrechtstarter der Saison. Packe ich mir noch hier hin. Seht ihr dann immer so halb, wenn ich meinen Kopf mal immer so beiseite mache. Pokal sind wir nicht drin. Nee, wir sind nicht im DFB-Pokal drin. Hintergrund ändern. Können wir schauen, was da ist. Halt, nee, wir haben mehr jetzt. Ich weiß nicht, sollen wir den Rasen wieder nehmen? Sollen wir das wieder nehmen? Schade, dass das Dings nicht mehr da ist. Diesen Trainingsraum, der war geil, ey. Was ist das denn hier? Badeschlappen, Alter, auf dem Tisch? Ja, hier, Schienbeinschoner. So sieht's doch gut aus, oder? So? Das Handy wegmachen. Ja, dann sieht's halt leer aus, ne? Dann können wir hier noch was hinmachen. Was können wir denn hier noch hinmachen? Teamstatus? Ja, das können wir hier noch hinmachen, Chat. Können wir hier noch was reinnehmen. Den Wimpel nach oben noch. Ja komm, Alter. Wenn wir dran sind, sind wir einmal dran, Chat. Das ist halt auch cool, dass du ein bisschen was machen kannst. Das ist nicht viel, aber so sind wir gut gebrandet. Also ihr seht jetzt schon, dass es eine andere Karriere wird, weil wir jetzt sehr, sehr viele Fenster haben hier, die wir brauchen. Ey, erstes Spiel gegen Babelsberg. Falls der Mod am Start ist, macht eine Wette fürs erste Spiel. Wie kam es, dass du BSG genommen hast? Ich wollte irgendwie noch was haben, wo es einen größeren Verein gibt, aber einen kleineren. Die Leute den größeren nicht so mögen wie damals bei FC Paris und PSG. Ah, ich habe aber Bock, Alter. Das wird auf jeden Fall eine Challenge werden. Da habe ich Bock drauf. Wir werden sehr viele Rückschläge, denke ich, kassieren. Aber wir sind bereit. Taktik, Knallgas. Wir haben jetzt lange nicht mehr mit 4 Offensivspielern gezockt. Ich will Knallgas gehen. Ich will für die Offensive einkaufen und die Taktik werden wir brauchen, wenn wir Leipzig da oben wegkriegen wollen. Ich will Knallgas. Ist keine Garantie, dass das funktionieren wird, aber wir werden schauen. Ich will Knallgas. Ich will Tore sehen. Ich will Offensiv-Kasala sehen, dass das hier läuft. Wieso hast du bei dem Gehalt? Weil ich Geld verschoben habe. Ich habe einmal schon Geld verschoben und mir zurechtgewiehen. Plus wir haben einen Sponsor, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube Vodafone. Mit dem konnte ich am Anfang direkt verhandeln. Wo ist das hier? Sponsoren. Ein Jahresvertrag mit Vodafone gemacht. Das ist halt so kacke, dass wir transfertechnisch einfach gar nichts machen können, ne? Die 0 steht aber, okay? Der Tor war dann eine 2-5. Die Defense ist da. Ist auch gut, dass ich da siehst du schon, dass es nicht gut ist, wenn ich einen Torwart mit auf der Bank habe, was die Kaderbreite angeht. Ich nehme nie einen Torwart mit. Bringen wir den Kessler, der macht das jetzt, Chat. Der macht das 1-0. Oder Kevin, Junge, ich schmeiß dich jetzt rein, okay? Du hast erst 2 Tage mit dem Team trainiert. Aber ich vertraue dir jetzt mal. Junge, was sind das hier für frische Werte, du Herr im Himmel? Mast. Der Mast, der macht das mit 56. Scheiße! Kann der rechts? Ja, auch besser schlimmer. Den muss ich runternehmen hier. Kevin, Junge, mach es! Mach den Papa stolz! Kevin! Da ist er! Kevin Krölek! Karriere zu Ende! Ende! Ich dachte, wir verlieren das erste Spiel. Kevin, da ist er. Oder du dich einwechseln und du kriegst eine rote Karte. Er ist der beste Spieler, Junge. Ist direkt auf 57 hoch vor dem 16. Mit seinem taktischen Verständnis von 53 hat er das gemacht. Direkt 4 Sterne. Chat, 4 Sterne. Boah, wichtig, dass wir einen Punkt geholt haben wenigstens. Ich dachte mir schon wieder, das gibt gar nichts. Geil.
Wir können aufhören, Chad. Der ist der beste Spieler der Liga. Jo, klar. Declan Rice hier nach Manchester United. Da weiß ich, welchen Transfer ich vergessen habe. Ach so, und Harry Kane spielt hier schon bei Bayern. Ich habe die Breaking News gemacht. Ich glaube, vor 4 Tagen. Und ich musste da schon alles machen. Kane habe ich aber da schon nach Bayern gepackt. Das habe ich anscheinend vergessen. Ist nicht schlimm, spiele bei United jetzt. Kannst doch keinem erzählen. Ey, Vertrauen haben in die Leute. Einfach mal Vertrauen haben. Mannschaft will kein Kevin Kröllek drin hier. Großer Lob, mein Junge. Alexander Burri. Der sieht aus wie der eine Schauspieler von New Kids, aber wie der richtig aussieht. Ohne die Fukuhila-Frisur. Wisst ihr, wen ich meine? Wie heißt der denn? Nicht der Rickard, der andere. Der vor dem Boxautomaten da immer geboxt hat. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der sieht ohne die Fukuhila genauso aus. 5 Spiele, kann ich nicht akzeptieren, ich brauch dich. Könnte der denn? Der könnte ja rein theoretisch, könnte der auch da alles spielen hinten, ne? Jetzt haben wir erstmal Probetraining. So, wie läuft denn das hier, Chat? 100 Spieler werden zum heutigen Probetraining eingeladen. Sie sind anwesend, sie können 5 Übungen auswählen. Ihr Co-Trainer und Ihr Torwarttrainer werden nach der Einheit Einschätzung zu Spielern abgeben. Die Genauigkeit der Einschätzung hängt von den Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter ab. Ja gut, die sind natürlich auch eher schwierig bei uns. Die Dauer der Übung beeinflusst die mögliche Mindestanforderung bei einer Übung. Wenn der Spieler weiter im Training... Hey, mach doch mal langsamer hier! Muss ich schon was machen? 1 gegen 1 erstmal, Chat. Aber einer wäre schon Erfolg, Kami, wenn einer über... Wir gehen erstmal laufen, Junge. 20 Minuten einmal gucken. Komm, mach. Probetraining beginnt. Will es seinem Konkurrenten so richtig zeigen? Er legt ein holländisches Tempo vor. Hier, Benjamin, den Namen müssen wir uns merken. Jakob Gabler ist ein teamfähiger Spieler, ist gut. Der Erik auch, der macht Mitläufer-Move. Ausgeschiedene Spieler 44. Auffällig, Erik, Jakob, Benjamin. Können wir aber noch nicht anklicken. Wir machen weiter. Danach stellen wir wieder hoch. Wir machen 1 gegen 1. Halbe Stunde. Passiert viel? Aha, hier. Tunnelt mit einem Hackentrick seinen Gegenspieler. Die anderen Spieler jubeln. Junge, ihr sollt Leistung bringen und nicht da Dönekes machen. Stimmt, wir können auch schnell mal. Erik wirkt lustlos. Wo ist er hier? Perfekt. Was haben wir jetzt noch? Technik. Technik, Kopfball, Sprint. 1 gegen 1. 1 gegen 1 nochmal. Einer ausgeschieden. So, und am Schluss ein Trainingsspiel, oder? Ey, der Gabler immer, der hat einen guten gemacht hier, ne? Gabler, Gabler, Gabler. 3-mal Beste. Und 1-mal Zweitbeste. Ey, hier, der Clemens Finke, ey. 19 Jahre, Chat. Clemens Finke. Was gibt man denn Grundgehalt? 4.000. Der ist zu schlecht, Chat. Der ist zu schlecht. Stürmer haben wir auch wirklich genug. Stürmer haben wir wirklich genug. Da ist nichts bei, Alter. Das kannst du ja komplett vergessen hier. Da machen wir lieber nochmal eine Runde. Was ist das denn hier? Die muss ich noch ausstellen. Wen interessiert denn hier die Jugend? Stell wünschen Sie die Nachwuchsabteilung rein. Sie ist ein wichtiges Stellenwert, aber erstmal geht vor, man kann nicht alles mit ihr spielen. Oh, was wollt ihr von mir, Alter? Was wollen die von mir, Chat? Noch ins Maul halten. Oh, hier, ich würde hier alles nehmen, Chat. Jeden Spieler. Hier, ein Torwart, ey, wir würden die alle nehmen, ne? So probieren, 40-40. Ja, dann haben wir, wir können den Verteidiger auch noch probieren. Oh ja, ihr, Chat, und jetzt kriegen wir ja einen angeboten. Wir brauchen auf jeden Fall den IV, Chat. Der IV wäre jetzt echt gut, wenn der auch kommen würde, ne? Der Innenverteidiger wäre gut. Müssen wir ein bisschen schauen, weil selbst so kleine Summen für Talente Geld bezahlen, das läppert sich. Aber wir haben nichts gekriegt bisher. Ja, und schon haben wir nur noch den Finken. Ach, du. Ey, der geht aber, Chat! 2,5 Sterne? Verletzungsanfällig, die Bratwurst. Aber ey, vielleicht geht hier was, Chat. 2,5 Sterne hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Der muss sich ja nur ein bisschen entwickeln. Ist in Ordnung. Ja, 34, das ist was anderes, aber... Aber der hat Talent. Ein bisschen. Und der kommt direkt rein. Ist das traurig? Der ist einfach echt. Chat, der ist einfach in unserem Main-Kader drin. Du kannst es dir nicht ausdenken. Wirklich nicht. Du kannst es dir nicht ausdenken. Wichtiges Probetraining. Also. Ich weiß nicht, wo die Reise hingehen wird, Chat. Es wird für mich absolut. Aber die sind grün hier.
Ey, die sind noch beschissener als wir. Ja, dann machen wir das jetzt, Chat. DFB-Pokal sind wir nicht dabei, ne? Gebt euer Bestes. Erstes Spiel haben wir einen Punkt mitgenommen. Ich glaube, Babelsberg ist gut am Start. Und der Jeppel, der macht's. Paul Wünsch mit Vorlage. Und Chat, wir wissen alle. Wir haben unsere Kanone auf der Bank. Mit Kevin Krölek. Und absolut niemanden, der irgendwie hinten auf rechts... Wobei, der kann das, ne? Ah, ein bisschen. Ich lasse aber erstmal laufen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo wir hier hingehen werden. Ja, yeah, Clemens Finke. Clemens Finke macht's jetzt. Kevin Krölek, komm mal noch ein! Aber Chat, Kevin Krölek, da liegt die Hoffnung drauf. Zweites Joker-Tor. Der ist einfach der Beste, ne? Haben wir eingestellt in Editor, dass der jedes Spiel mindestens einmal trifft. Kevin Krölek ist es. Ja, aber 3-2 verlieren gegen Alt-Glienicke, weiß ich jetzt nicht. Es ist noch eine Menge Arbeit. Was machen die anderen Leipziger? Wo sind die hier? Lok? Auf Lok 3 Punkte. Aber der Jeppel hat auch getroffen, Chat. Jeppel hat auch genetzt. Ramos? Nach Juventus Turin, okay. Und Yain geht nach Inter hier nochmal. Die Leipziger und sie in Livakovic. Adama Traoré nach Dortmund. Na? Okay, auch mal machen. Mannschaft der Woche, Kevin Krölek. Wobei kann ich mit 3, ne, mit 3 ist schwierig. Wie oft kann ich Probetrainings abhalten, Chat? Na hier, das ist ja auch schon wieder. Was ist denn mit den anderen Leuten hier? Pavlovic. Gut trainiert. Kann ich in der Rückrunde auch einmal im Jahr nur? Eieiei. Na gut, da kommen wir natürlich nicht weit, ne? Privater Bereich. Segeln machen wir jetzt mal nicht. Schade, dass er das nicht übernommen hat. Aber jetzt werden wir mal Marathon laufen. Damit wir uns irgendwann nochmal selber einwechseln können. Ich glaube, das könnte wichtig werden. Sportlichen Ziele immer aggressiv verkaufen. Er boostet auf ihn, dass die Mannschaft viel Zone. Ablehnung. Minus 10 bei Fans. Wir sind beliebt. Aufstieg. Ja, eher eine Ablehnung rein. Dass die... Was? Also, überaltert zu jung. Das sind auch immer Fragen hier, du. Nein! 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 Ist nicht interessiert. Beide nicht interessiert, Chat. Nein! Dauerkarten 600 Stück. 4. Vereinslose können wir die Gehälter nicht zahlen, Chat. Die bin ich schon alle durchgegangen. Die wollen alle mindestens 100.000 Gehalt haben und wir haben nicht mal 100.000. Kannst du immer dann nicht abgeben, dann das Gebot. Kooperation, Sebastian, will ich vermeiden erstmal. Ich will das erstmal jetzt die Saison ohne alles probieren. Ohne alles möchte ich das probieren. Ist auch gut. Ne, ist top. Super. Ich muss den verkaufen, Chat. Ich weiß nicht, ob der irgendwie so ein Vereinsheld ist oder ich habe keine Ahnung. Aber den müssen wir jetzt irgendwie wegkriegen hier. Ich brauche die Kohle. 9 Wochen verletzt. Ja, chillig. Dann habe ich... Ja, komm, bitte, bitte, nimm den. Mann, nimm den doch einfach. Auerbach, komm. Nimm den doch bitte einfach. Bitte, Alter, du Lotte. Ihr habt die Kohle, ja. Wichtig. Wichtig, Chat. Ey, der verdient 27.000. Somit kommen wir auf 100.000. Vielleicht können wir im Sturm doch noch was machen. Aber wir haben nicht mehr lange, ne? Boah, Chat, was ist das denn? Boah, was machen wir mit dem? Scheiße. Lassen wir den hier drin? Warte mal, der kriegt einen Mentor für nächste Saison. Für nächste Saison nehmen wir den. Wir lassen den jetzt das Jahr in der Jugend zocken. Boah, der Adam, ey, der Adam ist ein Guten. Nächster Peter Tschech. Publikumsliebling, Chat. Ja, da wollen wir hin. Konstant wird schon bei 42, das ist nicht schlecht. Das hier ist halt eine Vollkatastrophe mit Ruhe. Luckenwalde, mach die fertig da. Also Jungs, ich weiß nicht, ob ihr da mitbekommen habt. Wir haben keinen großen Kader. Burri, so. Hört mal auf mit den Karten da. Kevin, der Kevin kann nur von der Bank, Chat. Kevin kann nur von der Bank. Oh, 1-0 ist doch ein Scheißergebnis. Ich kann doch jetzt nicht wieder den Clemens bringen da hinten. Bitte, krieg keine gelb-roten Karten. Der Kader gibt es gerade nicht her zu wechseln. Der einzige Wechsel, den ich machen kann, ist der Gildenberg hier. Ich kann nicht wechseln. Ihr habt keine Menschen hier.
Das können wir noch machen. Wir können den Mast noch mal bringen. Kann der hängende Spitze spielen hier, der Marder? Nö, kann er nicht. Gut, kann der Kevin hängende Spitze? Der Kevin könnte. Kevin, du gehst hängende Spitze. Der Marder geht vorne rein jetzt. Lachs an Marder. Lachs an Marder. Bitte Tor machen jetzt. Wichtig. Da ist er, der erste Dreier. 4 Punkte. Ey, und unser New Kids Bruder, der Gary, der macht das hier. Guter Mann. 3 Punkte sind 3 Punkte. Barrero geht nach Sevilla und Chelsea holt sie Atze Peng, dabei ja klar. Ey, und wir kriegen nochmal Geld, ne? Das ist auch gut. Das Geld wird wichtig sein. Wenn da mal einer annimmt. Totti, nimm an. Mach irgendwas. Ich muss jetzt mal langsam akzeptiert hier. Jetzt ist der auch noch... Ja! Nein, das ist unser Jugendspieler, der Torwart. Ich dachte, da wäre ein anderer. Aber wer ist denn hier verärgert? Ma, das muss ich auch noch abstellen hier. Um welche Fortschritte Chemie haben sie sich zuletzt gefreut? Der Abwehr kommt mir stabil vor. Da müssen wir mal ausstellen. Da geht mir auf den Sack. Komm, bitte. Ja, wir haben den IV gekriegt, Chat. Wir haben den IV. Ja, let's go. Let's go. Herzlich willkommen. Ja, der sieht, für vierte Liga sieht er gut aus. Stabile Werte auch hier schon. Machen wir mal ein bisschen Robustheit hier rein. Das sieht okay aus. Um 500.000 Mark wert. Oh, somit kann der Clemens Finke hier endlich runter. Aber den einen haben wir nicht gekriegt, wa? Sehr gut. Auch der Torwart, Chat. Der Torwart war der beste Freund von ihm. Super. Ja, 10.000. 10.000 wieder brauche ich doch. Ey, Minusgeld. Oder was ist das? Wie Lotte Lichterberg ist das? Was für Lotte? Ey, Fitness, Jungs. Was ist hier los? Du hast schon einen Fitness-Experten hier reingehauen. Mach ruhiger, verletz sie nicht. Dass du mit dem zum Start jetzt reingehen musst, das passt mir nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Interviews ausstellen. Erinnere mich nach dem Spiel da nochmal dran. Das müssen wir ausmachen. Ich lob den Burri, der hält den Laden zusammen und dann denkt er sich, hey Coach, ja danke für ihr Lob, da kann ich ja jetzt auf Halbgas spielen, aber mal ein Eigentor. Kevin Kröleck. Note 5. Kriegt richtig die Note 6, also. Vielleicht werden wir auch ganz entspannt absteigen. Kirsten, let's go, da sind wir wieder. Mach noch einen, irgendwie. Ja, jetzt komm! Nein! Also ich glaube, wir können festhalten, im Aufstieg werden wir die Saison nicht so viel zu tun haben. Ne? In Lichtenberg kann man mal verlieren, ja. Interviews, sehr gut, Chat. Was haben die hier gekauft? Kamada geht nach Dürsia. Neuhaus? Hä? Die kaufen alle ein da oben, ne? Leipzig? Kauft ein, was ihr wollt. Spätestens in 25 Jahren werden wir da sein. In der ersten Liga. Ich brauche neue Stürmer, Chat. Ich brauche neue Stürmernamen. Ich spekuliere ein bisschen darauf, dass wir hier was angeboten kriegen, immer und die einbauen können, weil bisher haben wir gute Leute gekriegt. Wir haben den vor. Guck mal hier. Ja, die kannst du da alle vergessen. Genau ZOM. Bro, die Position brauchen wir überhaupt nicht. Schmeiß sie raus. Jeder Transfer, der sich für uns entscheidet, ist top. Und da werden wir wahrscheinlich viele von haben. Sponsorenanfragen macht der Mitarbeiter. Ja, Sia. Ey, Slivo, gefällt dir das? Oskar nach Gladbach, alles klar. Aber hier ist Farka auch noch Trainer, ne? Und der Labadaya. Weil wir mit ZM gespielt haben, Marcel, letzte Saison. Beziehungsweise letzte Karriere mit Zehner. Wer von euch hat reingeschrieben und jetzt noch ein RV? Wer war das? Gib dir selber eine Backpfeife. Auch mal machen jetzt. Auch jetzt mal machen. Einfach mal machen. 11 Wochen. Ist gut, oder? Wenn die Infrastruktur nicht ausgebaut wird, ist top. Da können wir noch 20.000 Spieler holen. Das gibt's doch nicht. Geht raus und spielt einen ordentlichen Schlappen hier. Kirsten, let's go. Die sind letzter Mäuselwitz. Bitte mach die weg. Oh, ey, Paul, ich bin ehrlich, ne? Von dir bin ich mir ein bisschen mehr versprochen. Die ist alles, aber nicht gut. Komm, dreckiges 1-0. Dreckiges 1-0, dreckiges 2-0, Kevin Kröleck, let's go.
Reinhold Pavlovic. Chat, wir steigen doch noch auf. Ich habe mich umentschieden. Wir gehen Richtung Aufstieg. 7 Punkte haben wir. Das schaffen wir. Ja, yeah, Zurek. Da ist er doch. 3 Leute drin. Kevin Kröleck, Chat. 4 Hütten hat er schon. Kevin jetzt schon MVP, ne? Mit 2,5 Sternen. Ja, sicher, Semedo auch noch nach Leverkusen. Klar. Die holen einen von Schachtjo. Anthony Modest nach Real Valladolid. Dann müssen wir im Winter Knallgas machen. Der bleibt auch noch bei seinem Verein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Haben wir da gute Truppe. Haben wir eine gute Truppe zusammen. Budget reduziert. Gut. Gut. Budgetreduzierung auch noch mal. Schön. Da wird eine ganz harte Nuss werden. Erstmal wird das eine Challenge, hier in der Liga aufzusteigen, weil du musst Erster werden, um überhaupt da in so eine Quali da reinzukommen. Dann dritte Liga wird auch wieder eine Nummer werden, weil der Kader wahrscheinlich viel zu kacke dafür ist. Dann kommt noch die zweite Liga. Und dann bist du irgendwann in der Bundesliga. Und dann steigst du wahrscheinlich direkt wieder ab. Ja, Kessler auch verletzt, Schulterverletzung. Wir müssen die Infrastruktur auch nach oben kriegen. Ansonsten wird das hier überhaupt nichts. Wir haben ja nur Verletzte. Aber der Jeppel ist wieder da, Chat. Wichtig. Kröger auch wieder so ein bisschen, noch nicht ganz. Kevin Kröleck ist einfach unser Starstürmer. Also, let's go. Gegen Berliner AK. Läuft gut. Ja, gut. Ist doch top. Chat, ich sage ehrlich, ich würde jetzt sofort einen Harry Maguire kaufen, ne? Ich würde den sofort holen, der wäre Stammspieler bei uns, der wird eigenes Büro kriegen, alles. Das sind so Zeiten, wo du dir gerne einen Harry Maguire wünschst. Da wünscht ihn dir. Kriegst den aber nicht. Also nach einem 3:1 einen in der Mannschaft der Woche drin zu haben, weiß ich ja nicht. Hey, Bayern ist raus gegen Bremer SV. Aber die B-Jugend hat gewonnen. Ist doch was Feines. Lok auf 2. Wäre aber auch geil, wenn man ein Duell mit Lok dann hat, so, weißt du? Die steigen zuerst auf, danach wir. Dass man denen immer auch so begegnet, bis nach RB dann nach oben. Sieg dank Harry Kane. Na gut, 3 Spiele, 3 Tore, das ist jetzt auch nichts Krasses, möchte ich mal behaupten. Das kann der Kevin Kröleck auch, ne? Über den wird wieder nicht geredet oder in der Zeitung taucht er auf. Gönnen sie wieder den blauen Haken nicht. Abwehr ist gut, Chat. Wir sind da. Top. Wenn wir hier mal eine Ablösung machen jetzt. Da kommt jetzt der rein und du spielst. Ob dir das nun passt oder nicht. Was ich aber erstmal machen muss, sind Rollen. Die haben keine Rollen. Vielleicht können wir da ein bisschen boosten. Pyramide sieht ja gar nicht schlecht aus. Versprechen. Wo haben wir den IV hier? Hier ist er. Erwarte nicht, dass du erste Mannschaft spielst. Das ist nämlich Quatsch. Kurzeinsätze. Zack. Und du wirst anfangen. Hatten wir noch irgendeinen Jugendspieler geholt? Nee, ne? Also bei den anderen habe ich das schon gemacht. Ne, mehr hatten wir nicht. War auf jeden Fall nur der, aber ist nicht schlimm, weil der geht direkt auf eine 59 hoch dann, weil er eine andere Rolle hat. Ja, also es ist Wünsch, ist bisher auch nichts, ne? Start mal mit dem Mast. Der Mast, der macht's. Gegen Chemnitz, ja sicher, die sind auch Aufstiegsaspirant. Da wird eine gute Nummer werden hier. Habe ich mir gedacht. Ne, ist gut. Ist top, ehrlich. Also... Ne, ist echt, also auch eine geile Station, die wir uns hier ausgesucht haben. Aber der hat eine 2,5-Chat, immerhin. Immerhin, ey, ein Lichtblick. Und der Torwart wieder eine 6. Ich kann das nicht mehr, ne? Ich kann das nicht mehr. 6-0, ist gut. Spitze, ist gut. Ey, aber ey, ein Lichtblick haben wir gehabt hier, ne? Das ist also... Ach so, der fällt da... Nein... Wie findet ihr unseren Keeper eigentlich, Chat? Das ist so, also, ne? Ja, gegen Carl Zeiss Jena jetzt. Ja, sicher. Klar. Also aktuell bin ich hier, hinterfrage ich so ein bisschen mein Signing. Ich wurde hier irgendwas reingelotst, was eventuell unmachbar erscheint. Aber wir geben nicht auf. Noch ist hier nicht, genau. Ey Junge, was ist mit deiner frischen Fitness hier los? Gib mal ein bisschen Gas hier. Kann doch nicht wahr sein. Rein ins nächste. Schalt die nächste Packung. Ja, Mast! Kevin. Kevin, mach mal ein Tor wieder für den Papa hier. Kevin, mach mal ein Tor für den Papa. Torwart eine 2. Gut. Defense steht aber jetzt endlich mal.
Kevin, mach mal einen für den Papa. Hast du doch gelernt im Garten bei uns. Kevin! Kevin! Aber 1-1 ey, gegen Jena ist eigentlich gut. Aber die tabellarische Situation ist alles andere als gut. Die ist nämlich beschissen. Punkt ist, gegen Jena echt stabil. Ja, auf Lock jetzt ins Derby rein. Entspannend. Könnt ihr eine Wette machen, Chat? Könnt eine Derby-Wette machen. Wadenprellung, unser bester Mann im Mittelfeld, ist auch nicht mit dabei. Neue Partnerin, ja perfekt. Wir spielen ohne Entlassung. Wenn wir absteigen oder was weiß ich, dann müssen wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Marder auch Infektion. Ja, super. Hör mal, kriegen wir hier 11 Leute zusammen oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde euch gern beantworten, wo wir hinwollen. Ne? Ich weiß es aber gerade noch nicht. Ich weiß nicht, wohin die Reise gehen wird. Ich weiß es. Also gerade ist auch ein bisschen... was ist das für eine Scheiße? Privater Bereich. Ey, ich habe gerade eigentlich keine Zeit... Ui, Irene! Oder Irene. Chat, die kommt aus Amerika. Dann ist die Irene. Also ich bin ehrlich zu dir, ne? Irene, ich brauche sofort ein Kind. Wir brauchen einen Verteidiger. Wir werden sofort ein Kind machen. Wir waren tanzen, das hat für mich gepasst. Ja, es hat geknistert zwischen uns zwei. Du bist jetzt die Frau an meiner Seite. Seh zu. Ich brauche einen Innenverteidiger. Und dann aber pronto Toronto. Ich würde ja gerne Geld geben, aber können wir nicht. Ich würde gerne Geld zahlen, aber es geht nicht. Weil ich kann ja hier nichts mehr bezahlen. Wir sind ja hier schon minus, keine Ahnung. Habt ihr eine Wette gemacht? Dann gehe ich eben kurz pinkeln. Ansonsten mache ich eben eine. Ne, ist drin auf 86% auf Nein. Dankeschön. Ja, geh mal rein. Die sind Zweiter, wir sind gefühlt Letzter. Ich brauche hier niemanden sagen, wie wichtig das Derby ist. Punkt, Ende, aus. Mast! Kevin, Junge, ich brauche ein Tor und keine Karten. Es sieht gut aus, Chat. Es sieht gut aus. Die sind ein bisschen besser. Schüsse aufs Tor, beide gleich, vorbei. Ja, die sind ein bisschen mehr am Drücken, ne? Kevin wieder mit seinem Foul hier. Ich taue auch wieder eine Statistik auf. So viel schwächer sind wir halt gar nicht, ne? Ist Ballbesitz ausgeglichenes Spiel. Eigentlich eine sehr ausgeglichene Partie, Chat. Julian Weigel? Ey, was machen wir? Ich glaube, ich bringe den Jeppel nochmal. Und den Rest lasse ich laufen. Ich kann mir da nicht erlauben, jemanden runterzunehmen gerade. Ja, perfekt, ey. Einen Punkt würde ich nehmen. Einen Punkt nehmen wir, Chat. Punkt im Derby gegen die sind Zweiter. Das müssen wir anerkennen, ob uns das passt oder nicht. Aber ein Punkt ist stabil. Gegen Jena und gegen Lok kann man machen. Und jetzt langsam mal wieder anfangen, hier Spiele zu gewinnen. Ey, Chat, vielleicht ist er das. Florin Marin. Vielleicht ist er das. Können wir hier wieder mal ein bisschen was für die Stimme machen, eine Spieleraussprache rein. Ach, Hertha 2. Jetzt kriegen wir hier Nada Jindawi um die Ohren. Ja, und hier mal ein Kurztrainingslager rein. Kann ich hier irgendwo in den Freizeitpark gehen? Geht das? Ne, Freizeitpark hat zu, Chat, im November. Die Wette war in Ordnung. Das stimmt. Jo, Isco nach Hannover in der zweiten Liga. Sebastian Rudiner, genau, da geht er hin. Kann auch sein, dass wir uns den Eintritt einfach nicht leisten können, ne? Ja, wir haben den Jugendspieler gekriegt. Bitte lass den gut sein. Er kann ja gar nichts. Was ist das denn? Gib keinen guten rumänischen Stürmer. Natürlich, Junge. Ciprian Marica. Oder Adrian Mutu. Den kennst du wieder nicht, ne? Adrian Mutu. Der war mit der Nase auch sehr gut, habe ich gehört. Ey, Pablo, ey, frische Fitness. Alles, was richtig ist, hast gut trainiert. Den brauchen wir jetzt aber auch wieder hier mit 10.000 IVs auf der Bank. Hat ein feines Näschen gehabt vom Tor. Ey, Paul, ey, weiß ich nicht, was ist denn jetzt mal hier? Hast du Bock jetzt auch mal wieder erste Elf oder? Irgendwie nicht, ne? Ja, aber der Mast hat gerade zweimal genetzt. Kevin Kröllek ist ein bisschen überspielt, aber der macht jetzt einen Chat. Hört, was ich sage. Wie geht's der Familie? Ey, wie geht's mir? Ach, jetzt, hä? Da stand doch gerade, wie geht's der Familie? Guck mal, da steht mal was anderes. Ey, wie geht's mir? Kevin, wie geht es mir? So, komm, gegen Hertha. Die können nix. Fernsehshow, Moderator gegen keine mehr. Möchten Sie in der nächsten Folge... Ja, möchten wir. Bitte, bitte Geld, Chat, bitte. Das sind jetzt so Sachen, die müssen zünden. Bitte.
40.000 plus, let's go. Müssen den ganzen Kleinscheiß jetzt hier mitnehmen. Boah, jetzt ging her. Das wird nie einfacher hier, ne? Nika Bau, let's go. Kevin Kröllig mit der Vorlage. Nada, Jindaui. Mann. Ja, der Key ist eine 5, stabil. Kann der Jeppel hängende Spitze zocken? Kann er. Aber nicht so gut, ne? Drei ausgeglichene Spiel eigentlich, ne? Die sind einfach effizienter. Haben sogar mehr Ballbesitz. Ne, die haben mehr Ballbesitz, Entschuldigung. Aber ausgeglichenes Spiel. Mann, wir kommen nicht raus da unten. Wir kommen nicht raus. Unser Torwart ist eine Vollkatastrophe. Sensation, ja, da habe ich nicht viel von. Ja, wir müssen auf der Torwartposition irgendwas machen, ne? Wir setzen immer die gleichen Leute ein. Ja, Junge, bist du Panne oder was? Konditionell sind andere Teams stärker. Du bist mal ganz ruhig, du, das sag ich dir aber. Mit deiner Leistung hier gerade wie immer ganz kleine Brötchen backen. Sie machen alles richtig. So, Mada, Junge. Du weißt doch, was ist. Uns fehlen neue Spieler, die auch mal auf den Tisch schauen. Ne? Dann gib doch her die Kohle. Dann spende doch mal dein Gehalt an den Verein. Das wird doch mal ein Anfang. Schön, dass ihr mit allen spielt. Ach, C. Finke, Junge. Du. Also bisher eine komische Truppe, sei euch ehrlich. Ne? Die wollen ja auch gar nicht. Kevin ist frustriert. Ja, auch mal runter von der Alten da und auch mal ein bisschen Training hier. Wir brauchen einen Keeper. Spielertrainer gehen die Aaron. Ich bin gefühlt hier in dem Spiel 68 oder sowas. Da kann ich mich nicht mehr aufstellen, ne? Ich hätte aber eine Idee. Idee, Chat. Idee. Und auch das könnte jetzt zum ersten Mal Sinn machen. Privater Bereich, Trainingslauf, wenn die Fans uns jagen sollten, damit wir schnell sind. Zeit mit Partner verbringen. Wir gehen mal einen Updancen wieder. 150. So, was haben wir jetzt hier an Tatas hier auf der Uhr? 56, Aktienmarkt. Ich glaube, ich kaufe Dortmund Aktien. Spekulieren, dass dann einmal hochgeht und dann rausholen. Dass wir mehr haben. Dass das noch dass so auf 4-5% geht. Dann rausholen und weiter. Vielleicht können wir dann den Verein ein bisschen was spenden. Aber ihr habt keinen Bock auf Kredite oder Partnerverträge gerade. Irgendwie selber da raussumpfen. Yannick Mader, du hast gerade gut vom Trainer gesprochen, ne? Und du hast hier Stress gemacht, Kessler. Das habe ich mir gemerkt. Intern hinter meinem Rücken hast du Scheiße gelabert. Phil Harris, die sind 17. Junge. Wie viel Verein hat denn Berlin? Also ich glaube es mittlerweile, es ist der Torwart-Chat. Es muss der Torwart sein, der da bei uns gar keine Lust hat. Chancen haben wir aber vorne einfach. Kevin ist überspielt. Der hat auch wieder eine 6 hier, du. Also, ja. Ich habe keinen Keeper, das ist mein Problem, Chat. Ich habe keinen Keeper. Wir hatten ja schon lange keine Verletzung mehr, ne? Oder? An die Vereinslose kann ich nicht bezahlen. Die wollen mindestens 100.000 Gehalt haben und dann haben wir nicht mehr. Ich kann die Angebote dann, ja, Kevin Kröllig verletzt. Ich kann es nicht mehr, ehrlich. Ich kann es nicht mehr. Es war eine schöne Station in Chemie Leipzig. Es hat Spaß gemacht. Poh. Poh. Der tut weh. Der tut weh. Ey, ich weiß gerade nicht, wie wir hier rauskommen sollen. Tor war wieder eine 5. Ja, wir leben noch, Chat. Nein. Die Taktik ist nicht so hart. Wir haben keine Infrastruktur. Wir haben kein gutes Ärzteteam. Wir haben kein gutes Krankenhaus. Wir haben keine guten Trainingsplätze. Die Bedingungen sind einfach scheiße. Und da kriegst du halt gerade volle Möhre zu spüren. Wie lange war der jetzt weg? Wieder 2 Wochen. Das ist schon, also...
Ich dachte, dass es schwer wird, aber so schwer. Lange Autogrammstunde. Ja, wir haben ja sonst keine anderen Hobbys. Können wir auch noch ein bisschen Autogramme schreiben. Hi, super. Als der hier durchstartet, ist er hier gerade. Mann, auch mal ein Appell hier, ne? Mal ein bisschen Gas geben hier. Wenn Kurt Krölle Charakter hätte, müsste nicht der Verein... Wenn Kurt Krölle Charakter hätte, müsste nicht der Verein kündigen. Nick K. aus Leipzig. Jetzt pass mal auf, du Flitzpieper, Alter. Kurt Krölleck raus. Jetzt werden wir was ganz Einfaches machen. Jetzt sollte mal sehen. Nicht so... Na, gleich. Gleich werden wir mal sehen. Dann werden wir mal sehen, wer hier noch Training gucken kann. Hier für kostenlos und so bei uns. Alles werde ich teurer machen. Könnt ihr euch bei Nick K. bedanken aus Leipzig. Keiner kann euch aufhalten. Wir sind 15. Jo, ey, also wirklich. Also ich glaube, wir sind uns einig. Wir müssen in die Defensive irgendwie investieren. Auch wenn der Torwart jetzt mal wieder, aus welchen Gründen auch immer, eine 1 hat. Kirsten, Dankeschön. Wir haben immer Chancen. Wir sind immer gleich mit dem Spiel wie der Gegner. Aber irgendwie haben wir keinen Torwart. Ich nenne den Kirsten. Ob der Kirschstein heißt, mir egal. Dafür musst du mal ein bisschen mehr Tore machen hier, der Bruder, dass ich mir den Namen auch merke. Wie viel haben wir denn? Hä? 4 Tore ist zu wenig. Der Torwart hat in den vor die Spiele 5 und 6 gehabt. Jetzt hat er eine 2-5, wir haben trotzdem verloren. Der ist schlecht. So, Fans haben keinen Zutritt. 5 Zuschauer, ihr könnt zu Hause bleiben. Nick K. aus Leipzig. Kannst zu Hause bleiben. Kein Zutritt. Kurztrainingslager plus 10. Da sind wir wieder. Läuft doch. Was ist das? Nett. Wir hatten hier alles grün, jetzt ist hier alles rot. Hello darkness, my old friend. I come to talk to you again. Na, 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 na. Eberl, ich habe Spaß gemacht mit dir, okay? Hättet ihr nicht noch einen Platz für mich frei bei euch in RB Leipzig? Dann würde ich den auch nicht annehmen, weil ihr könnt mich nämlich mal kreuzweise. Da ist er nämlich wieder, Chat. Jetzt kommen sie alle wieder Step by Step zurück. Finke, hau bloß ab. Viel Glück für das nächste Spiel. Jan K. aus Sandersdorf, Brena. Ich danke dir. Du bist ein Guten. Kessler, let's go. Achte, jetzt Torwart wieder. Ja, Torwart ist gut, Junge. 5-5, ist Topmann. Spitze ist der. Der ist echt gut drauf auch, ne? Ist gut. Sollen wir uns abmelden, Chat, oder? Hat es noch Sinn hier? Ich weiß es nicht. Ey, wir haben nicht verloren. Ja, 20 Euro, Chat. Jawohl, 20 Euro. Ja. Jetzt können wir einkaufen. Jetzt können wir den Markt abchecken. 20 Euro, die werden wir uns schmecken lassen. Mann, ey, dann wäre das schon fast lustig, wenn er nicht so traurig wäre. Ja, aber der Jeppel ist wieder da. Du weißt, es läuft nicht gut, wenn auch einfach 2 Torhüter auf der Liste hier sind, ne? Chat, was machen wir? Also wir brauchen eine goldene, ich weiß nicht wie, wir brauchen irgendwie eine goldene, ja... Wir brauchen irgendwie eine goldene Wintertransferperiode. Ich weiß nicht, wo die herkommen soll. Es erschließt sie mir gerade nicht. Aber das ist hier gerade mehr als beschissen, was hier passiert. Wir sind immer mit drin im Spiel, ne? Aber hinten ist einfach Schweizer Käse. Schießen zu wenig. Wobei, zu wenig schießen wir nicht mal. Wenn ich mir das hier angucke, bis auf Lok, mehr schießen die auch nicht. Weil wir kassieren zu viel. Irgendeiner von... Ja, beide nicht gekriegt. Der geht nach Lok. Und der geht nach Victoria Berlin. Keeper-Uhr wird, ich glaub's auch. Aber ich weiß nicht, wo wir einen Keeper herkriegen sollen. Maybe den Jugendkeeper da nochmal probieren, aber der war halt auch nicht besser, ne? Ich glaube, das, was uns gerade fehlt, ist so dieser eine erfahrene Recke bei uns drin. Unser ältester Spieler ist 32 und der ist halt der schlechteste. Pavlo ist noch angeschlagen. Der Rechtsverteidiger kommt wieder. Immer ein frühes Gegentor, ne? Aber Jeppel trifft gerade ein bisschen. Power, yeah, let's go, komm! Wir zeigen ja immer so ein bisschen, dass wir minimal am Leben dran sind. Aber auch nicht komplett. 2 Chancen, wir machen 3 Tore, Junge.
Ja, komm, schieß euch den Frust vor der Seele. Ja! Geduld, Chat, ist das A und O im Kfz-Gewerbe. Da sind wir doch. Boah, jetzt können wir hier mal ein bisschen Form mitnehmen. Form, den Gildenberg. Ja, da habe ich natürlich wieder keinen. Hier auch nicht. Chillig, können wir auch gut schonen hier wieder. Bringen wir den nochmal. Boah, ist das ein Fight hier, ey. Der war so wichtig. Boah. 3 Punkte mehr, aber dann wären wir hier. Lock auf 1. Einmal den Frust von der Seele geballert. Sehr gut. Nein, und die nächste Verletzung. Ich kann es nicht mehr. Gröger, Knochen. Ich weiß auch nicht, wie wir die Infrastruktur zeitnah ausgebaut kriegen. Eigentlich muss so dringend die Trainingsplätze. Jetzt geht der Virus hier auch noch um. Auch gegen Erfurt, ja gut. LOL, wie random! Chat, es ist so random, weil Nagelsmann ist eigentlich in dem Speicherstand hier, weil ich nicht weiß, wie du Trainer umstellst. Und hier geht wirklich Tuchel im Spiel nach Bayern. Und Nagelsmann raus. Ich meine, der hat auch nichts gebacken gekriegt, wenn wir mal so sind, aber... Okay, das will. Weihnachtsfeier vorgeschlagen, ja, die wird bestimmt Oberhafen Titten geil bei der Leistung hier. Ja, und die nächsten. Mit ihrer scheiß Viruserkrankung hier. Boah, Pablo ist auch zu früh noch. Ich habe keinen Zentralen, ich muss den spielen lassen. Das wird so nach hinten losgehen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Brügge ist auch frisch, ist ja komplett platt. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre den dahin schieben. Den hier. Nee, das ist zu schlecht. Das kann ich machen. Wir müssen, das ist halt nun mal so. Wir müssen halt dann hier Risiko gehen und beten. Das war uns ja ein bisschen im Vorhinein klar, dass wir irgendwie beten müssen, dass wir irgendeine Cash-Cow hier kaufen, die den Marktwert steigert. Das gestaltet sich gerade auch eher semi. Und dadurch dann uns da oben arbeiten können. Aber ich kann den nicht runterlassen. Da tut mir halt echt leid. Normalerweise darfst du den nicht aufstellen. Aber wir können halt nicht anders gerade. Kader, der gibt das einfach nie her. Der Rechtsverteidiger keine Frische. Das kannst du auch vergessen. Das ist halt auch... Ey, uiuiui. Ich hab nichts in der Jugend, Jungs. Da können wir nichts machen. Das hier, den Bräuni hochziehen. Der hat eine 42. Da kann ja der Rechtsverteidiger da hinstellen. Ich glaube, Aktien ist auch noch nicht viel passiert. Ja, haben wir gut gekauft, Chat. Haben wir gut. Komm ins Stadion, guck dir die Scheiße an da. Irene. Guck dir die Kacke an, was wir da machen. Aber Erfurt auch nur 8er, ne? Jeppel gerade gut drauf, ey. Bau auch. Mit einem Erfolgserlebnis in die Halbzeit. Da ich dann nochmal. Der hat eine 1, aber der darf eigentlich nicht spielen. Aber es läuft gerade. Ich lass laufen. Ja! Klar besser, Chat. Wir sind klar besser. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Machst du Düfte. Hello again. Da sind wir doch. Torwart 1-5. Immer beliebt. Chat, wir sind wieder da. So ein bisschen Luft verschafft. Sind nur 4 Punkte, ne? Ist gar nichts. Aber wir leben noch. Und wenn wir das in der Situation irgendwie gedribbelt kriegen und hat noch an Schwäche gearbeitet. Oh je, jetzt kommt Cottbus. Ich glaube, gegen Cottbus ist der Aufwärtstrend erstmal blockiert. Buri, Viruserkrankung. Jetzt bitte nicht noch einen, der sich hier ansteckt. Und er steckt sich an, ich sag's noch. Wobei Gilde ist wieder da, als wenn es so muss. Aber... Kessler gut drauf, ey. Aber Bau auch. Ah, never change. Wir lassen es so. Ja, gegen Cottbus. Weihnachtsfeier, scheiße. Ja, können wir noch machen. Können wir nach dem Spiel noch machen. Erinnert mich daran, Chat. Kämpft um jeden Ball gegen Cottbus. Jonas... Das ist doch nicht der Jonas Hofmann, oder? Ja, siehe, klar. Da wären wir doch wieder, Chat. Da sind wir doch wieder in der Realität angekommen. Bau kann ich nicht zu Geld machen, das ist zu wenig. Der hat 200.000 Marktwert oder ja, das ist zu wenig.
Boah, ey, die Kröleck-Verletzung, die hat mich echt gekillt, ey. Ja, eine 6, gut. DFB-Pokal waren wir von Anfang an nicht drin, ne. Der trifft aber gar nicht schlecht, Chat. Nein, wieder so knapp. Jippel hier, der ist gut. Aber bleiben 4 Punkte. So, Weihnachtsfeier. Mannschaft. Überweist ihn 10.000. So. Geld her. Ja, wir können Trainingslager machen. Oh, danke, danke, danke. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Es muss so sein in der Karriere, oder? Dass Leipzig hier auf 1 steht. Es muss so sein, ne? Und das muss auch sein hier. Klar. Rückrundenstart ist jetzt schon, Chat. Babelsberg. Was habe ich denn getan? Wir brauchen auf jeden Fall, was wir festhalten können, jetzt mal ohne Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Rechtsverteidiger, einen neuen Linksverteidiger, einen IV, einen neuen Torwart, einen ZM-Spieler, einen guten Stürmer und vielleicht noch einen Flügelspieler. Klingt machbar, oder? Für die Wintertransferperiode. Ich denke, das geht. Der macht's gut, wirklich. Der macht's gut. Einen neuen Trainingsplatz, wäre auch schön, ja. Der ist echt gut, ohne Spaß, der ist wirklich gut. Und richtig gut ist der. Gegen den ersten Chat. Wir räumen das Feld von hinten auf. Wir lassen laufen, weil wir besser sind. Vom Ballbesitz und allem. Scheiße, Mann. Junge, ich kann den nicht bringen, der hat Form 5. Bitte, bitte, bitte. Krieg bitte keine gelb-rote Karte, okay? Wird doch wohl irgendwie machbar sein. Was ist mit dem Kessler? Könnte er. Let's go! Nach der Prügel von Cottbus schlagen wir den Tabellenersten. Und der rutscht ab auf 4. Boah, da oben ist aber richtig La Paloma, ne? Chat, wichtig, so wichtig. Ich weiß zwar nicht, wie wir so Prestige kriegen sollen. So, hier, der Jeppel hier, ne? Ja, ist Blödsinn, Chat. Das ist Blödsinn. 23 Spiele, 17 15 Tore. Einfach nur 3 Tore. Was? Hä? Für 8 Millionen? Was ist das denn, Alter? Ey, wir holen den Ronaldo, Chat. Ich tüte den Ronaldo ein. Mannschaft der Woche, der Gildenberg wieder, der spielt groß auf gerade. Grandiose Weihnachtsfeier. Marktwert 1,4. Schade. Was haben die denn da? Da rennen sie alle rum, da die Manets und so hier. Wo ist er denn hier, Mani Mané? Was macht der hier so? Ist einfach eine Spielzeugliga für die, ne? Chat? Für die ist das einfach eine Spielzeugliga. Die rennen hier einfach drüber und gut ist, ne? Ah, guck mal hier, die üblichen Verdächtigen, ne? Darmstadt gefühlt gar keine Chance. Heidenheim ist am Fighten. Wobei da auch noch 4 Punkte, ne? Hubo, was ist Hubo, Chat? Umzugsfirma oder? Brauche ich annehmen. Schalke mit Interesse. Ich war bei euch läuft nicht mehr, ne? Ja, selber schuld. Ihr wollt die Champions League nicht holen, Pech gehabt. Was ist mit dem Kind hier? Mach mal schneller. Aktien. Dortmund, ja, die gehen immer weiter runter. 5.000 miese gemacht, ist doch schön. Die brauchst du bald wirklich. Wir werden hier bleiben, Chat. Und wenn wir absteigen, dann ist egal. Dann bleiben wir hier. Das wird die Challenge der Challenges werden. Und ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Spieler sehen ihre Entscheidung kritisch. Jetzt wird auch noch Feuer gelegt intern. Super. Wer? Gerd Engels? Wer ist das denn? Auf jeden Fall Fitness. Volle Möhre, Alter. Das geht nicht. Ey, wir haben hier überhaupt keine Fitness in der Truppe. Oh je, Chat. Chat, plus 1. Plus 2, let's go. Ja, der hat noch Plus gekriegt, Chat. 9 Wochen, ey. Der ist bald wieder da. Aber der hat Plus gekriegt, wichtig. Ey, kein Minus, ne? Kein Minus. Ey, Pause hier, Pause, Pause, hallo. Pff. Ja gut, ich sag mal so, der Kader ist natürlich genauso klein wie vorher. Ja, also irgendwas müssen wir auf jeden Fall grundlegend ändern. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, ohne Geld. Irgendwas muss ich mir aus dem Arsch ziehen. Das Problem ist, ne, ganze Saison mache ich nicht, Chat. Ich muss das Ding auch noch geschnitten kriegen bis Mittwoch. Das funktioniert nicht. Aber ich bin auf jeden Fall, mich freut da zu sehen, dass ihr auch sehr, sehr Bock habt an dem Projekt.
Es könnte aber sein, Chat, dass es eine kleine Breaking News gibt am Mittwoch. Es könnte sein, dass wir für Mittwoch eine Breaking News machen. Weil die Transferphase, jetzt muss ja ein bisschen was passieren. Ne? Ich glaube, ich werde für Mittwoch eine Breaking News machen. Für den Stream. Ich glaube, damit können wir uns arrangieren, oder? Krölle kaputt. Na, es geht, Alter. Die Saison war bisher, also die Hinrunde, sehr, sehr schwierig. Aber wir haben uns so ein bisschen gefangen, zumindest. Also am Anfang dachte ich wirklich, wir steigen sang- und klanglos ab. Aber die letzten Spiele, die Tendenz, Sieg, Niederlage, Sieg. Und davon einer gegen den ersten Babelsberg, lässt mich ein bisschen aufatmen. Aber die Wintertransferperiode muss sitzen. Aufstieg ist weg vom Fenster, da brauchen wir uns nicht mit, aber wir müssen uns festigen. Wichtig ist jetzt, dass wir uns festigen. Und das wird eine Sache, da habe ich extrem Bock drauf, das anzugehen. Und nächste Saison dann auch schauen, dass wir die Infrastruktur Step by Step kriegen. Ein, zwei Leute vielleicht ablösefrei für nächste Saison direkt verpflichten. Aber da schauen wir mal. Ein bisschen was geht. Ich gucke mal, ob ich noch was verschieben kann. Ja, da gucken wir mal. Aber das wird geil. Ich habe Bock auf Mittwoch. Gespeichert ist. Trainingsplatz müssen wir auch auf jeden Fall machen. Aber ich habe sehr, sehr Bock auf Mittwoch.